Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide. Darf ich fragen, beten Sie? Ach ja, ich weiß. Danach fragt man nicht, nicht mal an Rogate, wie der heutige Sonntag im evangelischen Kirchenkalender heißt. Rogate, betet. Übers Beten sprechen gilt als indiskret. Einfach zu persönlich. Gerade wir Protestanten haben da eine merkwürdige Scheu. Das Gebet gehört, wenn schon, dann ins stille Kämmerlein, nicht an die Öffentlichkeit. Und überhaupt, versteht nicht jede und jeder etwas anderes darunter? Was heißt das eigentlich, beten? Vielleicht bringt uns eine kleine jüdische Geschichte auf die Spur, und die geht so. Ein junger Jude kommt zum Rabbi. Ich möchte dein Schüler werden. Der Rabbi antwortet: Gut. Das kannst du, aber du musst mir zuvor eine Frage beantworten. Liebst du Gott? Der Schüler nachdenklich. Gott so richtig lieben? Nein, das kann ich nicht. Darauf der Rabbi. Gut, wenn du Gott nicht liebst, dann hast du vielleicht Sehnsucht nach ihm. Der Schüler überlegt. Ja, manchmal spüre ich diese Sehnsucht. Aber meist habe ich so viel zu tun, dass die Sehnsucht im Alltag untergeht. Der Rabbi zögert einen Augenblick und sagt dann: Wenn du die Sehnsucht nach Gott nicht so deutlich spürst, sehnst du dich dann vielleicht nach der Sehnsucht nach Gott? Da hält sich das Gesicht des Schülers auf. Ja, genau so ist es. Ich sehne mich nach der Sehnsucht, Gott zu lieben. Darauf der Rabbi: Das genügt. Du bist auf dem Weg. Vielleicht, so überlege ich, geht es beim Beten ja gar nicht so sehr um Worte, sondern um eine Sehnsucht, die wir fühlen, ohne sie genau zu kennen. Etwa so, wie das manchmal ist, wenn sich zwei junge Leute treffen. Was machst du denn hier? Och, nichts Besonderes. Und du? Brauch grad eine Pause. Möchtest du was trinken? Weiß nicht. Willst du denn etwas? So geht das Geplänkel eine ganze Weile, und die beiden merken noch gar nicht, dass ihr Gefühl, dass ihre Sehnsucht schon weiter ist als ihre unbeholfenen Worte. Wie viele Liebesgeschichten haben so oder ähnlich angefangen. Wichtig ist nicht, was wir sagen, nicht einmal, was wir denken, sondern was wir erwarten. Genau das gilt auch fürs Beten. Hauptsache, wir erwarten etwas, mehr als die Erfüllung unserer alltäglichen Wünsche, mehr als Anerkennung, Harmonie und ein bisschen Zufriedenheit,
mehr als die eigene Lebenserfahrung verspricht. Das Beten fängt früher an, als wir denken, mit einer Sehnsucht. Auch wenn wir für die noch keine Worte haben. Wer auf der Suche ist, wer sich danach sehnt, ein anderes Leben zu führen, wer die Welt nicht einfach so nimmt, wie sie ist, der betet. Und Gott wird antworten. Beten, so hat jemand gesagt, ist das Atmen der Seele. Genauso selbstverständlich, genauso natürlich, genauso lebenswichtig. Es beginnt mit einer Sehnsucht und mag die noch so unbestimmt sein und endet bei einem Namen. Es ist der Name dessen, der die Welt und damit jede und jeden von uns kennt, wie niemand sonst. Der Name dessen, der wie wir die Welt erfahren und erlitten hat. Der Name dessen, der ganz im Gegensatz zu uns die Welt ausgehalten, überwunden und besiegt hat. Es ist der Name Jesus Christus. Gott hilft, Gott rettet. Ein Name, der uns buchstäblich und wortwörtlich auf den Leib geschrieben ist, seit wir auf ihn getauft wurden. Verabschieden wir uns also von der stolzen und elenden Selbstständigkeit, mit der wir uns immer wieder einreden, ich komme mit dem Leben allein zurecht. Das geht nicht. Wir wären keine lebendigen Menschen, wenn wir alle Konflikte lösen und alle Rätsel entziffern könnten und alle Probleme im Griff hätten. Wer zu beten anfängt, gibt zu: Ja, ich bin ein Mensch, mit vielen Fragen, mit Fehlern, mit begrenztem Durchblick. Ich brauche Hilfe. Aber für mich spricht der Jesus, der die Ängste dieser Welt und die meinen kennt und überwunden hat. Er bewahrt mich davor, aufzugeben. Und ebenso davor, mich selbst zu überschätzen. Wir haben ein Gebet, in dem der Atem Christi für alle Zeiten und für alle Menschen lebendig ist. Das Vaterunser. Wenn wir unsere Wünsche und unsere Fragen durch sein Gebet ordnen lassen, dann geschieht mehr, als wir für möglich halten. Wir werden nicht leer ausgehen. Denn in jedem Gebet redet er selbst mit uns und macht uns Mut zum Leben. Fürchte dich nicht. Thank you.
Ja, Gott, gelobt seist du. Denn dein ist das Reich, mögen sich noch so viele als Herren der Welt aufspielen. Dein ist die Kraft, auch wenn es so aussieht, als seist du schwach und ohnmächtig wie wir. Dein ist die Herrlichkeit, das Ja in allem Nein, auch wo wir nur Konflikte, Krisen und Krieg sehen. Im Vertrauen darauf kommen wir zu dir und vertrauen uns dir an. Auch wenn es uns die Sprache verschlägt, du hörst uns, menschenliebender Gott. Auch wenn wir keine Augen haben für dich und dein Tun, du siehst uns und du achtest auf uns, Jesus Christus. Auch wenn wir keinen Sinn haben für dein Geheimnis, du belebst und bewegst uns, Heiliger Geist. Guter Gott, dein Sohn sagt, wer da bittet, der empfängt. So bitten wir dich. Schau auf die Leidenden. Du kennst ihre Not. Du spürst ihre Schmerzen. Du hörst ihre Klagen. Achte auf die Kranken, die Verletzten, die Trauernden. Zeige deine Liebe den Verzweifelten, den Sterbenden. Lass sie nicht allein mit ihren Schmerzen, sondern erfülle sie mit Mut und Vertrauen. Rette und begleite sie. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Guter Gott, dein Sohn sagt, wer da sucht, der findet. Wir bitten dich, sieh auf die Mächtigen, du kennst ihre Versuchungen, du hörst ihre Fragen, du siehst die Schuld. Auf Frieden warten die Völker, die Menschen in Syrien und im Jemen, im Irak und Afghanistan. Auf Gerechtigkeit hoffen die Hungernden, die Heimatlosen, die Verfolgten. Zeig an ihnen deine Kraft, damit die Einflussreichen deine Gebote achten, damit die Geängstigten Ruhe finden, damit die ohne Hoffnung aufatmen. Rette und begleite sie. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Guter Gott, dein Sohn sagt, wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wir bitten dich, sieh auf unsere Gemeinde. Du kennst ihre Schwierigkeiten, du kennst ihre Möglichkeiten. Du hast einen Blick für das Schwanken zwischen Angst und Hoffnung, zumal in diesen Wochen der Krise. Deinem Heiligen Geist vertrauen wir. Bewege und erneuere uns. Schenke einen klaren Blick fürs Nötige. Und Geduld für die kleinen, mühsamen Schritte. Hilf uns, nicht auf uns selbst, sondern auf deine Kraft zu vertrauen. Um deinen Heiligen Geist bitten wir, für alles, was wir in deinem Namen tun. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Guter Gott, du bist die Quelle der Liebe, du bist die Wahrheit. Dir vertrauen wir uns an, von dir erbitten wir die Kraft deines Geistes. Dann können wir auf Jesus, deinen Sohn, hören, ihm vertrauen und ihm folgen, wenn er sagt, wer da bittet, der empfängt, wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan.
Thank you.